ist einfach wie jedes Jahr einen schönen Abend, viele Leute treffen, die man kennt, viele alte Bekannte treffen und ja, einfach den Abend geniessen. Gibt es ein persönliches Highlight in dieser Saison, das du rausstreichen kannst? Also vom Handballerischen her meinst du jetzt? Ja, es gibt viele Highlights. Also ich habe jetzt nicht so das Höhepunkt oder den Höhepunkt, dass wir irgendwie einen Titel geholt haben oder so, aber wir haben sicher ja, zwei, drei Spiele gehabt, wo wir sehr wichtige Punkte geholt haben und das sind natürlich immer Highlights oder auch überraschende Punkte holen, das sind auch immer Highlights, aber ich habe jetzt, wie gesagt, nicht so das einzige oder das einzelne Highlight, aber es sind viele schöne Sachen. Ja, da ist immer speziell, wenn man die Leute sieht, so in der edlen Zwirn, wie ist das für dich, trotz jetzt, dass wir schon in der sechsten Ausgabe sind von den Swiss Handball Awards? Ja, es ist natürlich wirklich, wie du sagst, auch jedes Mal speziell wieder, ja, man sieht normalerweise die Leute ja meistens irgendwie im Trainer oder halt auf dem Spielfeld im Trikot und es ist schon speziell, die Leute mal so ein bisschen, ja, hübsch gemacht gesehen und es ist auch immer wieder schön, ja. Gestern ein Schweizer Highlight oder ein Highlight aus Schweizer Sicht mit dem Andi Schmid als Handballgott bezeichnet worden. Kannst du dem beipflichten? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, was er in den letzten Jahren immer wieder gezeigt hat und geleistet hat, das ist wirklich unglaublich und das ist wirklich manchmal schon fast ein bisschen unmenschlich oder göttlich, halt, wie es bezeichnet worden ist. Aber ich habe mich natürlich unglaublich gefreut und mag es natürlich wahnsinnig gönnen und ja, das ist cool für den Schweizer Handball. Ja. Ja, reden wir über die Bedeutung von Leuten, die den Schritt wagen ins Ausland, wie du auch. Wie wichtig ist das für den Schweizer Handball vorwärts zu bringen, in Zukunft auch? Ja, also meiner Meinung nach extrem wichtig. Und das ist auch immer wieder ein Thema, gerade auch wenn man die Nationalmannschaft anschaut, wenn man das Niveau von der Nationalmannschaft anschaut. Also um da weiterzukommen, braucht es einfach Leute, die ins Ausland gehen. Mehr Leute, die ins Ausland gehen. Und ich hoffe natürlich, dass jetzt die vielen jungen Talente, die wir haben, dass die ja, früher oder später den Schritt auch wagen. Und ja, ich kann es jedem nur empfehlen und ich sage jedem wieder, mach es, wage es. Er hat absolut nichts zu verlieren. Zurückkommen kann man immer von dem her. Ja. Und zum Abschluss noch, was freust du dich heute Abend am meisten? Einfach auf den ganzen Abend, auf die Leute zu sehen. Nichts Spezielles sonst.